Hallo Aforbs, herzlich willkommen im Normstein-Studio. Ich bin der Dirk. Und ich bin der Oliver. Und wir haben euch mal ein ikonisches Gebäude mitgebracht, das der ein oder andere Action-Fan vielleicht aus dem ein oder anderen Film kennen könnte. Das ist der Fox Plaza. Der Fox Plaza, aber in den Filmen heißt er meistens nicht Fox Plaza. Nee, es gibt da so einen Film, da hieß er ganz anders, da hat er einen japanischen Namen, nämlich Nakatomi Tower. Tower, gell? Ja. Tower, der Nakatomi Tower. Und jetzt habt ihr es spätestens erkannt, das ist das Gebäude aus dem Film Stirb langsam 1. Und wir alle wissen, es ist erst dann, wie steht es auf deinem Pulli? Es ist erst Weihnachten, wenn man Hans Gruber vom Nakatomi Tower fallen sieht. Genau. Und ja, das ist also dieses Gebäude. Und im Maßstab 1 zu 500. Passend zu unseren anderen Wolkenkratzern. Könnt ihr euch quasi in eine Reihe mit, was haben wir denn alles, Burj Khalifa und Willis Tower und Empire State und hast du nicht gesehen. Also wir haben da ja mittlerweile ganz viele und die Reihe wird auch immer größer. Da gehört das quasi dazu und es ist uns ganz gut gelungen. Also obgleich es ein bisschen schwierig war, hier an den Seiten das so hinzubekommen, ist es eigentlich ganz ordentlich geworden, oder? Ich finde es vor allem dafür, wie es gerade, wir haben gerade mal reingeguckt gehabt, wir zeigen euch das gleich noch von innen, wie das von innen aussieht, dass das halt so stabil ist, dass ich es hier einfach hochnehmen kann, wild damit rumwedeln, wenn ich wollte. Also da braucht man gar keine Angst haben, das hat einen recht stabilen inneren Kern, also das sind Technikelemente. Und an diese Technikelemente ist diese Fassade mit, ich meine, es wären Hinge-Bricks oder solche Clips, auf jeden Fall ist die fest mit dem inneren Kern verbunden. Das heißt, ihr könnt die hier auch nicht rausziehen. Bei diesen Fassadenteilen ist es ein bisschen anders. Die sind hier, ihr seht das, ein bisschen locker, weil die nur an bestimmten Stellen eben über solche Hinge-Elemente mit dem Rest verbunden ist. Aber es ist trotzdem stabil. Also ihr setzt am Ende hier oben diese Dinger drauf und ab dann ist es sowieso abgesichert. Also da ist das ist stabil. Ich habe es ja gesehen, man kann das hier durchaus in die Hand nehmen. Wir nehmen jetzt mal den Deckel ab, den haben wir vorher schon ein bisschen locker gemacht. Also der sitzt normalerweise fest da drauf. Aber wir wollten euch mal zeigen, wie das von innen aussieht. Ihr seht an bestimmten Stellen, man kann halt jetzt nicht so weit reingucken, ist die Fassade aber mit dem inneren Kern verbunden und das Ding ist auf jeden Fall stabil. So, da muss man sich keine dem Gedanken machen. Vorbild, ja, zugrunde liegend ist natürlich der Aufbau, ich sag mal, gleichbleibend. Repetitiv. Ja, etwas repetitiv. Gespiegelt über beide Achsen, sobald man den unteren Teil mit der Lobby quasi überschritten hat. Baut man alles viermal und sitzt an den verschiedenen Seiten dran. Das sollte dem Kenner unserer 1 zu 500 Wolkenkratzerreihe eigentlich schon fast bewusst sein. Nichts macht so viel Spaß wie 2000 Grill-Tiles an dem Willis Tower. Ja, so in etwa ist das hier auch. Ihr seht, das ist immer schön abwechselnd. Einmal Korall ist das, oder? Ich würde eher sagen, das ist Nougat. Nougat? Aber ich bin mir nicht so sicher. Das müsste ich nochmal nachgucken. Und dann Trans Black. Und Trans Black, genau. Und immer eins nach dem anderen. Immer schön abwechselnd. Und dann kriegt ihr diese typische Optik hin. Was wir nicht hinbekommen haben, und wir haben es versucht, diese Elemente hier, ne, also die in der Mitte verlaufen, die gehen nach oben hin, ist hier eigentlich in dem breiteren Fassadenteil, ist wie so eine dreieckige Einkerbung. Ne? Wo, okay. Ja, das guckt es euch an, im Internet gibt es da Fotos von, es ist hier wie so eine Einkerbung hier an dieser Stelle, also so eine, wie nennt man das, Pfeilung oder was auch immer, und die Teile, die werden nach oben hin dann breiter, also die laufen quasi von dieser Breite, gehen die nicht direkt in das Breitere über, sondern das ist so, das geht nicht. Also das haben wir haben es versucht mit allen möglichen Bautechniken. Aber das kriegst du einfach nicht hin, ohne dass das Ding halt dann irgendwann dermaßen an Stabilität verliert. Die restliche Winkel, das sind ja im Endeffekt so aus, als hättest du zwei Rechtecke ineinander quasi gestellt, 45 Grad ineinander geschoben. Dass wir das schon hingekriegt haben. Ja, also das ist toll. Es ist auf jeden Fall von den Bautechniken her ziemlich cool. Es ist auch eigentlich recht simpel. Vom Bauen her, was hast du da aufgeschrieben? Guter Durchschnitt. Guter Durchschnitt, also eigentlich entspanntes Bauen, aber man muss halt, weil man alles mehrfach macht, vielleicht doch ein bisschen aufpassen und sich nicht zu verbauen. Und das ist jetzt ein Stichwort. Ja. Wir wollten es eigentlich nicht zeigen, aber jetzt zeigen wir es doch. Wir zeigen es trotzdem. Also hier vorne, man sieht, die unteren Etagen haben alle zweimal Trans Clear, weil wahrscheinlich irgendwelche größeren Lobbys und sowas da drin sind.
Und hier vorne ist trotzdem nur einmal. Und dann haben wir uns schon gedacht, ein bisschen komisch, aber derjenige, der es verbaut hat, der hat einfach da genau, eine Trans Clear durch. Dem ist es dann aufgefallen, da fehlt doch irgendwo so eine Nougatfarbene. Und dafür hat er eine Trans Clear genau. gehabt. Und dann hat er, genau, und die hat er dann halt hier hinten eingebaut. Und wir waren uns vorhin nicht so ganz sicher, ist das vielleicht eine Aussichtsplattform, aber nein, es ist einfach ein Baufehler. Also seht es uns nach. Tatsächlich ist es so, dass ihr hier unten die unteren die ersten drei Etagen oder quasi. Vier Stockwerke oder was auch immer, das ist keine Ahnung, oder zwei, sind jeweils zwei Trans-Black-Elemente übereinander. Und ab dann 1-1-1. Und ab dann immer 1-1-1, genau. So, also das ist so viel dazu. Und so, jetzt vorne steht auch noch ein Auto. Ich wollte es gerade sagen, jetzt kommen wir doch mal wieder auf das eingangs erwähnte Spektakel zurück. Viel wichtiger sind ja die Filme. Ganz genau, viel wichtiger sind die Filme. Und da vorne steht ein Auto und dieses Auto, das könnte durchaus einem Chauffeur gehören, der damit dann in die Tiefgarage fährt oder so. Ja, ich hätte es ja viel cooler gefunden, wenn noch eine Tiefgarage dabei gewesen wäre. Ja, das hätten wir ja noch machen. Oder ihr könnt euch ja eine bauen, hier irgendwo so in dem Maßstab vielleicht, baut ihr euch eine Tiefgarage drunter oder wir bieten und vorne den Treppenaufsatz, wo dann der Radpanzer hochfährt. Der Radpanzer, genau, stimmt. Ja, cool, ja, genau, der fährt ja dann, der knallt ja da vorne rein. Und dann wird er mit der... Ja, machen wir ein Erweiterungsset. Aber du hast ja. Wollt ihr ein Erweiterungsset? Einfach in die Kommentare schreiben. Du hattest ja noch. Ich habe noch, ja hab noch mehr aufgeschrieben. Noch viele also, ich hatte mal ein bisschen dazu geguckt. Also, erstmal, das Ding hat 34 Stockwerke. Ist 150 Meter hoch. Ist gar nicht mal so hoch, oder? Ist nicht so hoch für die Zeit, glaube ich, wo er gebaut wurde. Ich weiß nicht genau. Ich sag mal so, wenn man von oben runterfällt, da geht man schon auf Nummer sicher. Also. 150 Meter sind auch. Ja, das hoch, reicht. Genau. Das 1985 haben sie angefangen, den zu bauen. 1987 waren sie fertig. Also zwei Jahre war das Ding flott. Da. Und das, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe gelesen, es gehört zur Postmodernen. Ist ein Baustil. Keine Ahnung, aber schön, dass du sagst, 85 und 87 und so. In dem Film sieht man ja, dass die oberen Stockwerke noch im Begriff sind, quasi gebaut. Dann hat ja der Trockenbau findet ja da gerade statt. Der Film ist von, also ich glaube, sagen wir es mal so, 89 waren bei uns in der Schule alle total scharf drauf, den Film zu sehen. Das dauert ein bisschen, bis er von Amerika rüberkommt. Richtig, also ich gehe mal davon aus, dass das so in dem Dreh ungefähr, ja, 86, 87. Tatsächlich ist es so, der wurde während des Baus, wurden die oberen Stockwerke waren noch nicht fertig und deshalb ist das auch im Film so. Das haben die natürlich genutzt und da kann man es dann sehen, dass er halt wirklich nagelneu war und direkt in die Luft gesprengt, direkt wieder ruiniert. Ob sie wirklich den oder ein kleines Modell in die Luft gesprengt haben, ist wieder eine andere Sache. Es war ein Modell, wo dann das Dach explodiert ist. Im 34. Stock hatte auch Ronald Reagan nach seiner Amtszeit ein Büro. Wer hätte das gedacht? Das habe ich nachgelesen. Und seit 2019 ist in der 34. Etage die Büros von 20th Century Studios. 20th Century Studios, genau. Ehemals Fox. Ehemals Fox. Deshalb ja auch. Heißt das jetzt eigentlich dann auch nur noch Plaza? Das heißt Fox Plaza, das steht ja vorne. Ja, aber es ist ja nicht mehr Fox. Das heißt trotzdem Fox Plaza. Plaza. Also, keine Ahnung. 20th Century Plaza? Sie sollen es einfach umbenennen, Nakatomi Tower. Alles gut. Ja. Und mal ungeachtet von irgendwelchen Präsidenten oder Filmbossen, die da drin residieren, hat das Gebäude ja auch einen Mini-Auftritt. Dann haben wir gerade gestern, haben wir uns ich das hab, an, oder ich vorgestern. Ich habe ein bisschen geguckt und es wird halt im Internet geschrieben, in welchem Film dieses Gebäude vorkam. Natürlich der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten, ja. Die Hard, der ja komplett in dem Gebäude spielt. Das Gebäude ist auch... Spielort quasi von einer Komödie mit Brendan Fraser und Adam Sandler namens Airheads. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich habe mir nur die Beschreibung durchgelesen. Ist irgendwie, die beiden sind Teil einer Rockband, die dann einen Radiosender übernehmen, der sein Büro in dem Gebäude hat, um ihr Demo-Tape abzuspielen. Also die nehmen quasi den Radiosender als Geisel. Okay. Aber es ist eine Komödie. Das Ding wird gesprengt in Fight Club. Da werden ja am Ende ein paar Gebäude gesprengt. Und eins davon ist der Fox Plaza. Mhm. Und, darauf, was du gerade drauf hinaus wolltest, in Robocop 2 kommt dieses Gebäude vor.
Und zwar in der Werbung für Sunblocker 5000. Da sieht man viele Leute an einem Swimmingpool und im Hintergrund seht ihr so ungefähr so einen Abschnitt von der Fassade dieses Gebäudes. Also es ist ein durchaus ikonisches Filmset, könnte man schon fast sagen. Wo es auch noch drin vorkommt. Es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende in der Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine. Mhm. Weil da der Hauptdarsteller seine Mitpolizisten quasi dazu nötigt, wo sie in Los Angeles zu Besuch sind. Ja, ich wollte es gerade sagen, das spielt doch in Fox L.A. Plaza zu besuchen, weil ja Die Hard da gedreht worden ist. Ah, okay. Und deswegen passen die dann irgendwie ihr Flugzeug oder so, weil er unbedingt das Gebäude besuchen wollte. Also wenn man schon mal da ist, sag mal ganz ehrlich, wenn ich Urlaub in L.A. machen würde, ich würde da auch mal hinfahren. Ich würde es mir auch angucken wollen. Links einmal vorstellen, einmal ein Foto machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch, guck, wo ich stehe hier. Da, wo Hans Gruber gelandet ist quasi. So. Ist er vorne gelandet? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich, glaube ich, ist er vorne gelandet. Ja, weil ich meine, man sieht in der Einstellung, wo er dann so fällt, sieht man, glaube ich, unten, ich bin mir nicht sicher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, sieht man, glaube ich, unten die ganzen Einsatzfahrzeuge stehen. Also ich glaube, er kommt hier direkt vorne runter. Man sieht auch, dass es reingeschnitten ist. Ich meine, okay. Vor allem, bitte? Das ist voll guckt, echt. Ja, wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass es besser aussieht als die Szene in Robocop, wo der Bösewicht auch runterfällt und die Arme auf einmal viel länger werden. Die keine Ahnung, 37 Meter langen Arme, die er da gehabt hat, das ist hier besser gemacht, auf jeden Fall. Was ich nicht weiß, ich glaube, damals gab es das Vorder noch nicht. Das kann natürlich sein, wenn er sich noch im Bau befindet, dass er dann das Vorder das hinterher dazu gepackt wir wissen ja, dass der Officer, der dann mit seinem Fahrzeug vor dem Gebäude steht, dem fällt ja der Kollege von hier oben auf die Haube. Auf das Dach, ja. Und ich meine, dieses Vordach, muss wohl später gebaut worden sein, keine Ahnung, auf jeden Fall, als der Film gedreht wurde, meine ich, war es noch nicht da. Und dementsprechend ist Hans Gruber wahrscheinlich auch Auf den Asphalt geknallt, ja. Vorher wäre er gebremst worden und dann, ich glaube, das hätte er nicht überstehen können. Ja. Sollte er ja auch nicht. Nein, er war ziemlich fies. Setcard? Ja. Setcard. Das ist das Set Fox Plaza. Sein Baby-Special mit der Setnummer 107190. 1534 Teile für 59,95 €. 17,2 cm lang, 16,3 cm breit, also wir haben keine quadratische Grundfläche. Nicht wirklich, nee. Okay. Und 31,2 cm hoch, damit ein bisschen niedriger, glaube ich, als unsere anderen 1:500 Gebäude. Ein bisschen ist gut. Also die man aber dann gut im Maßstab daneben stellen kann. Man kann sich eine schöne Skyline zusammenbauen, die irgendwo im Burj Khalif endet. Stimmt, ja, stimmt. Der auch 1:500 ist und, Und so groß wie ich. Also das so groß wie du. Das ist schon heftig. Es ist ein Sticker dabei, nämlich hier vorne für die Namensplakette. Oder lasst euch einen eigenen drucken, wo ein Nakanomito draufsteht. Ja, das kann man natürlich machen, wenn man das möchte. Den liefern wir jetzt nicht mit, aus nachvollziehbaren Gründen. Designed hat das ganze Set der Anton. Und wie schon erwähnt, im Maßstab 1:500. Ja. Und das haben wir eigentlich alles gesagt. Damit haben wir alles gesagt. Dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt es mehr. Viel Spaß beim Bauen. Tschüss. Macht's gut. Also mit Robocop hast du mich ja echt geflasht. Also das wusste ich nicht. Du musst jetzt bei jedem Set, was wir machen, muss ich rausfinden, wo das eine Verbindung zu Robocop hat. Und ich muss immer, wenn ich den Film gucke, dran denken, guck mal hier, Robocop.